Fremd. Ein kleines Wort und doch löst es, kaum ausgesprochen, in uns ein Gefühl des Unwohlseins aus. Dabei ist das Fremde eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung, zur Öffnung für Neues. Und so gehen sie fremd, die 8 Künstler der Gruppe Care of Kunst, am Weg zu neuen Wahrnehmungen. Fremdgehen gibt es ja sehr viele negative Zuordnungen, was Beziehungen betrifft, was Stabilitäten betrifft. Für die Kunst ist es aber ganz wichtig, fremd zu gehen. Es braucht immer wieder das Neue. Und so wie in der Kunst, die Kunst sich immer wieder nähert, nähert sich ja auch ein Ich, also so etwas wie ein Individuum, immer daran, dass es fremde Einflüsse gibt. Und diese Serie ist zum Beispiel aus dieser Auseinandersetzung heraus entstanden. Es gibt Rollenbilder, die in der Auseinandersetzung erst mit diesen Rollenbildern, aber auch in der partiellen Übernahme so etwas wie ein Ich formen. Und das ist so ein bisschen als Zusammenführung gedacht. Widerstand ist Zweck. Also eine wirkliche menschliche Eigenexistenz kann sich nur aus einem Widerstand heraus formen. Und da ist natürlich dann auch der Blick auf das Fremde dann wieder ganz anders zu sehen. Also als eine Form des Sich-Wunderns, als eine Form auch des Sich-Öffnens. Fremdsein im eigenen Lebensraum, in der eigenen Stadt. Diesem Thema widmet sich Andreas Ecker anhand des Leondinger Stadtplatzes. Bei Postkarten wird das dann sichtbar, denn Postkarten zeigen eigentlich die Ästhetik, zeigen eigentlich das Schöne, ja, einer Stadt. Und daher habe ich den Stadtplatz von der Perspektive eines Touristen fotografieren lassen, der am Stadtplatz steht und eine 360-Grad-Drehung macht. Und dann sieht man hier auf den Postkarten, wie der Stadtplatz von Leonding wirklich ausschaut und ob man sich hier in dieser Stadt wohlfühlen kann. Das ist aber nicht nur eine Sache, die Leonding betrifft, sondern das ist nur ein Beispiel. Ja? Sondern ich glaube, Architektur und das Wohlfühlen, ja, hängt sehr eng miteinander zusammen. Ja? Und man kann dann über die Karten dann selbst sehen, ob das eintritt oder nicht. Das Fremde liegt aber oft viel näher, als man glaubt. Man selber ist sehr oft sehr fremd und man entdeckt Sachen, die einem fremd sind. Und das war der Grund, das Selbstbildnis zu wählen und mit dem auch zu spielen und in die Tiefen von einem selber zu gehen und dort anzukommen. Sich selbst erkennen und verstehen. Voraussetzung, um sich seiner Umwelt zu öffnen. Und schließlich der letzte Weg. Das Sterben kennen wir nicht. Das ist etwas Fremdes. Wir haben ständig Angst davor. Wir fürchten uns davor, dass wir in einen anderen Zustand hinübergehen. Die christliche Kirche tut es also verschönern mit Blumen und dergleichen Verabschiedungsworten. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass es ein fremder Weg ist, ein uns nicht nachvollziehbarer und daher gehen wir fremd ab einem bestimmten Moment, in einem bestimmten Zeitpunkt, der sicherlich unvorhergesehen ist, aber als Bestand fotografisch zum Beispiel dargestellt wird. Die Ausstellung in Leonding zeigt verschiedenste Aspekte des Fremdgehens, des Fremdseins. Teilweise erschreckend offen, teilweise subtil und ironisch. Aber bei genauem Hinsehen findet man auch hier Bekanntes, wenn auch in fremder Umgebung.